Moin Moin Leute, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute möchte ich euch gerne mein neues Objektiv vorstellen. Es ist ein 420x800mm manuelles Objektiv. Und wie die Bilder auf dem Rechner aussehen oder nachher im Video, das werden wir uns dann anschauen, weil ich habe das auch noch nicht gesehen. Ich habe immer zwar ein paar Bilder gemacht, auf die Kamera angeguckt und wieder gelöscht, aber direkt auf dem Rechner habe ich mir die Bilder noch nicht angeguckt. Ich schwenke jetzt mal kurz rüber zu meinem Objektiv. Das schauen wir uns mal kurz an und dann kann es auch schon losgehen mit den Fotos. Ja, hier sehen wir jetzt ein Foto, was ich selbst ausgelöst habe. Sehr verwackelt, wie man sieht. Also ist es wirklich angebracht. Man stellt den Selbstauslöser auf 2 Sekunden und lässt die Kamera machen. Das sehen wir gleich in dem nächsten Foto. Allerdings, was mir noch stört, ist diese Unschärfe am Rand vom Bild, oben, unten, links und rechts und der Farbstich auf den Schwänen. Also direkt am Rand von den Schwänen. Wo sehe ich das Objektiv? Eher in der Porträtfotografie, weil man da wirklich durch die Brennweite ein sehr schönes Bokeh hinbekommt. Wie das allerdings aussehen würde, das muss ich nochmal selber testen. Ob da auch ein Farbstich zu sehen ist oder ob das jetzt nur durch das Weiße von dem Schwan ist. Das muss man sich mal angucken. Ja, alles in allem bin ich ein bisschen, ja, was heißt enttäuscht. Für das Geld, was das Objektiv gekostet hat, kann man nicht enttäuscht sein. Man wusste, was man da gekauft hat. Allerdings war meine Erwartung doch ein klein bisschen, also ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet, aber ist leider nicht so. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.